Knochenschliff, Fuchsinfärbung. Das ist ein Querschnitt jetzt vom Kompaktknochen. Lamellenknochen hat zwei Subtypen, spongiöser Knochen und Lamellenknochen. Natürlich vom spongiösen Knochen können wir keinen Schliff machen, weil das würde zerfallen. So, wir machen diese Knochenschliffe immer vom Kompaktknochen. Wenn wir diesen Schnitt so grob anschauen, dann das fällt auf, dass wir haben solche runde Einheiten wie hier, hier, hier. Die sind die Osteonen. Kompaktknochen ist wie die gotische Kathedralen, wo die damaligen Architekten haben das ausgefunden, dass die viele schmale, zarten Säulen nebeneinander, die sind stärker als eine grobe, große Säule. So, das ist, was wir auch beim Knochen sehen. Die Osteonen nebeneinander. In der Mitte dieser Osteonen ist ein sogenannter Haverskanal. Jetzt in diesem Fall, das ist mit Fuchsin ausgefüllt, aber im lebenden Knochen, hier haben wir ein spezielles Bindegewebe, was eigentlich ähnlich ist wie die Wortonsche Sulze und da rein eingebettet Gefäße und Nerven. Rundherum haben wir die Laminae Specialis und zwischen den Laminae Specialis sind die Osteozyten eingebettet. So, das ist hier Breite von hier bis hier, von einer Lamina Specialis. Und hier sind die Osteozyten. Die Osteozyten haben Fortsätze, die sind diese feine kleine Faden hier. Die schauen wie Faden aus, aber die sind eigentlich jetzt im Knochenschliff, die sind Kanalikuli. Aber im lebenden Knochen haben wir hier die Fortsätze der Osteozyten. Die sind miteinander durch Gap Junctions verbunden und von Haverskanal die Nährstoffe werden durch diesen Fortsätzen, durch Gap Junctions zur Peripherie der Osteonen diffundieren. Das wird auch das limitieren, dass wie breit, was kann Durchmesser Osteonen sein. An einem anderen Beispiel, Haverskanal, Osteozyten, das ist hier Breite von einer Lamina Specialis, nächste Lamina Specialis hier. Die Lamina Specialis, die sind von in Spiralrichtung läufender Kollagenfasern und amorphes Grundsubstanz aufgebaut. In diesem amorphen Grundsubstanz, da sind Hydroxylapatitkristallen, Calcium und Magnesium Salze. Neben den Mineralien sind auch organische Komponenten in Grundsubstanz, Glucosaminoglycane, Proteoglycane, Adhesinusproteine. In diesem Blickfeld sehen wir auch eine andere Erscheinung Form von den Lakünen, wo die Osteozyten drinnen waren. Häufig, die sind so schmal geschnitten, aber wenn wir tangentionell diese Lakünen schneiden, dann wir bekommen diese ovale oder runde Profile. So, die sind auch Lakünen in eine andere Schnittrichtung. Das ist hier ein Haverskanal. Hier sehen wir auch zwei Haverskanäle hier und hier und die sind hier durch ein Volkmann-Kanal miteinander verbunden. Hier ist auch ein Volkmann-Kanal-Verbindung zwischen zwei Haverskanälen und wahrscheinlich hier auch. Das ist nicht ganz im Schnittebene drinnen. Wir sehen die Osteonen, die so komplett rund sind. Und zwischen den Osteonen, da sind auch Fragmente von früheren Osteonen. Knochen wird ständig umgebaut sein und wie die neue Osteonen entstehen, die werden die alte Osteonen ruinen und die werden als Fragmente hier erscheinen. Die sind die sogenannten interstitielle Lamellen. Wenn wir einen Diaphysenanteil von einem Knochen nehmen, das ist vom Kompaktknochen umgeben,
und innen das ist mit den Lamina generalis interne, außen mit den Laminae generalis externe abgeschlossen. Die sind in unserem Schnitt nicht sichtbar. So hier sehen Sie nur die Laminae specialis der Osteonen und die interstitielle Lamellen.